jetzt Zugang zu dem Ort habt, versucht auch eine Verbindung für mich zu öffnen, damit ich mich reinhacken kann. Sicherheitsmaßnahmen sind deaktiviert. Das Netzwerk leider auch. Margot muss es manuell abgeschaltet haben. Das ist mein Schiff. Glaubt ihr, dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt? Terun, könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Ich bin drin. Habe vollen Zugriff. Das ist die Art von Vorteil, den wir alleine nicht hätten aufbauen können. Diesen Vorteil dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Wenn die Revanita mit Nova Blade fertig sind, wie es Revan angedeutet hat, gehen sie sicher zum nächsten Schritt ihres Plans über. Hoffentlich können uns die Nova Blade-Dateien Informationen dazu liefern, was Revan mit diesen Hyperraumrouten angestellt hat. Das würde mich auch interessieren. Ich habe langsam das Gefühl, dass es normal geworden ist, blind zu fliegen. Während sich Terun die Daten besorgt, solltet ihr euch auf den Weg zurück zur Räuberbucht machen. Bis dahin hat er hoffentlich etwas gefunden. Was wissen wir über die Aggressor? Ziemlich wenig, fürchte ich. Irgendjemand hat sich als letzten Ausweg die Mühe gemacht, große Teile der Daten zu beschädigen. Die reinste Katastrophe. Wir finden Bruchstücke, aber nichts Zusammenhängendes. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist die bereits von Margok erwähnte Mandalorianerin, die die Flamme genannt wird. Was ist mit ihr?
Nun, wie es scheint, hielten die Flamme und Margok früher mal zusammen wie Pech und Schwefel. Aber dann ist irgendwas passiert. Es hatte etwas mit den Revanitern zu tun. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber es sieht so aus, als hätte die Flamme ihren gesamten Clan auf eine andere Insel hier auf Rishi verlegt. Ich habe die Koordinaten. Jacaro macht ein Schiff bereit. Ich werde mir anhören, was diese Flamme dazu zu sagen hat. Ich schicke Jacaro auf einen Spähflug. Ich habe mit den Einheimischen Vereinbarungen bezüglich eures Transports getroffen, falls er nicht rechtzeitig zurück ist. Wow, ihr habt mehr getan, als ich gedacht hätte. Beschafft so viele Informationen wie möglich von den Mandalorianern. Mit etwas Glück führen sie uns zu den Revanitern. Dunkler Lord, Moff Pyron erstattet Bericht. Was habt ihr für mich, Pyron? Eure Schülerin Ashara hat mir vom Revan-Orden berichtet. Wir suchen unauffällig nach Verrätern in unseren Reihen. Gut. Ich habe außerdem einen Bericht über aktuelle Militäroperationen vorbereitet, wenn ihr gestattet. Ich werde mich kurz fassen. Im Rahmen der Zillanon-Kampagne koordiniert Darth Maar die gemeinsame Armada mit minimalen Verlusten. Das wirft allerdings ein Problem auf. Unsere Auslöscher bleiben hinter den Erwartungen zurück, da die Republik sich taktisch und technologisch angepasst hat. Wir könnten die Auslöscherkanonen weiter verbessern, aber dann würde ihr Strahlungsausstoß vermutlich unsere eigenen Schützen töten. Sollen wir fortfahren? Die Auslöscher haben uns gute Dienste erwiesen. Aber es hat keinen Sinn, auf Kosten unserer Truppen an veralteter Technologie festzuhalten. Ja, dunkler Lord. Dann ist da noch die Sache mit Alzar. Darth Ravage glaubt noch immer, dass die Einheimischen wertlos sind und expandiert zunehmend in ihr Gebiet. Eure Aufseher auf Korriban glauben, dass die Alzarianer zu Sith ausgebildet werden könnten. Aber sie jetzt zu rekrutieren, könnte Ravage zu eurem Feind machen. Findet ein Sklavenschiff, das bereit ist, durch Ravage-Linien zu schlüpfen. Wir zahlen dankend für jeden, den sie von Alzar mitbringen. Ravage muss davon nichts erfahren. Ein geschickter Winkelzug. Ich werde es veranlassen. Einen letzten Punkt gibt es noch zu besprechen. Ich weiß, dass ihr auf Rishi seid und normalerweise würde ich euch nicht mit Belanglosigkeiten behelligen, aber... Sprecht, Pyron. Ihr habt dort einen Diener namens Lord Vael. Wie viele andere bittet auch er bereits seit eurem Aufstieg um eine Audienz. Er möchte den Grund nicht nennen und auch mit niemand anderem reden. Aber Thanaton scheint ihn sehr zu schätzen. Er erhielt signifikante Mittel für seine Forschungen. Einer von Thanatons geschätzten Schoßhunden möchte mich persönlich auf Rishi treffen? Das ist etwas zu offensichtlich, oder? Vael diente auch Thanatons Vorgänger. Vielleicht ist er wirklich loyal. Vael wurde zum Erforscher exotischer und arkaner Dinge ernannt. Einige eurer Forscher tragen diese Bezeichnung. Ob Vaels Arbeit nun von produktiver oder, wie manch andere alte Projekte, von rein exzentrischer Natur sind, kann ich nicht beurteilen. Wo finde ich ihn? Ich übermittle die Koordinaten. Vielleicht kann einer eurer Archäologen Vajels Arbeit besser beurteilen. Dann dürft ihr nun wegtreten. Mein Leben für das eure, dunkler Lord.